willkommen zum Teil 2 der Neuzugänge aus dem Juli meiner Sammlung. Wir beginnen wieder mit dem, was im Hintergrund läuft, was wie im vorherigen Video wieder Steppenwolf Second ist. Hier dann die zweite Seite. Im ersten Video haben wir die erste Seite gehört und machen direkt weiter mit dem, was da neu in meine Sammlung geflattert ist. Weitermachen wir zuerst mal wieder mit etwas Jazzigem. Stix Hooper, ein Jazz-Schlagzeuger mit einem soliden Jazz-Album, Touch the Feeling, bisschen im Fusion-Bereich geht's auch rein. Ist eine MCA-Veröffentlichung. An den anderen Instrumenten habe ich jetzt beim Überfliegen jetzt niemanden so großartig mir bekannten auffinden können. Es ist schwierig, ich weiß gar nicht. Ich sehe gerade hinten irgendwas mit Crusaders, ob es eine Querverbindung zu den Crusaders gibt. Ich weiß es gar nicht genau, aber der Schlagzeug Crusaders, ich meine nicht. Wenn ja, dann shame on me. Ich liebe die Crusaders und dass ich das nicht weiß. Naja, egal. Ein schönes, solides Album auch von 1982 auf MCA. Und in dem Falle hier eine Deutschveröffentlichung. Direkt mal mittig platzieren, das ist ja jeder Lot für die nächsten Platten. So, weiter geht's. Wer das erste Video zum Monat gesehen hat, weiß schon, ich habe mir Zap 3 zugelegt. Zap 2 gab es aber am gleichen Stand auch, habe ich natürlich mitgekauft. Die ist nicht ganz so top ins Schuss wie die andere, die hat so ein leichtes Ring mehr. Ami-Pressung halt und hier so einen kleinen Cutout. Genauso wie das erste Album, wie das dritte Album, sehr schöner, funkiger, souliger Sound mit elektronischen Breakbeat-Einflüssen des frühen Hip-Hops und wärmstens und ohne Vorbehalte zu empfehlen. Das Ding ist übrigens, bevor ich es unterschlage, von 1982 auf Warner Brothers und ist Navi-Pressung, wie das Cover einem schon verrät. So, jetzt kommt was Heißes, was Rares, was man auch mögen muss. Ich finde es aber mega. Ich weiß nicht, ob es allen ein Begriff ist. Wer es nicht kennt, sollte es mal nachschlagen. Von ihm gibt es einiges auf YouTube. Es ist Barış Manço, türkischer Progressive Rocker, Sakla Samani, Gelir Samani. Kein Plan, was das heißt. Es ist auf Yavuz Plak und es ist ja Progressive Art Blues Rock aus der Türkei, aus den 70ern. Es ist sehr geiler Sound, sehr rar, schwer zu finden, Sachen von ihm, auch sehr hochpreisig. Hier das Cover leider, es ist sehr weiches Material, also anders als typischen Ami-Pressung und sowas, aber richtig geiles Teil. Platte hat auch ein paar Kratzer, aber weil früh Pressung, schweres Vinyl, fällt das nicht so ins Gewicht. Geiles Teil, also wenn ihr ihn nicht kennt, recherchiert mal, hört euch mal was an von ihm, ich find's mega. Wer auf Psychedelic Progressive Rock steht, mit so ein bisschen Ethno-Einflüssen, orientalisch, mega. Ich finde es richtig Hammer. Ist halt nicht leicht zu bekommen. Es gibt auch ein paar Represses, so für um 20. Die Originale liegen bei deutlich, deutlich drüber. Hier dann Roxy Music Manifesto. Hatte ich noch nicht. Roxy Music muss komplettiert werden. Natürlich kaufe ich alles, was mir noch fehlt, was ich sehe, zu guten Preisen, was hier der Fall war und auch guter Qualität. Ist wie quasi alles von ihnen auf Polydor. Ist hier eine Deutschpressung und ja, Phil Manzanera und Brian Ferry natürlich und der Rest Andy McKay, aber ne, natürlich schon leider ohne Brian Eno. Ich glaube, erst beiden nur, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Aber trotzdem geiles Album, relativ 79 ist das Teil von und was muss man zu Roxy Music noch sagen? Also ich bin großer Fan. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Oh ja. A little bit funky. Es ist Johnny Guitar Watson. I don't want to be a Lone Ranger. Wer will das sein? Sehr lässiges Cover, wie ich finde. Der geile weiße Cadillac. Der geile weiße Hut. Also es ist schon geiles Album, auf jeden Fall auch auf Bellaphone, Deutschpressung. Oder? Täusche ich mich? Nein, natürlich nicht. Und ja, Johnny Guitar Watson halt, ne? Funkige Gitarren-Sound, aber eher schon dem Rock so ein bisschen, Blues, Funk, Rock, so
schwer, ich schwer zu kategorisieren, ne? Aber es ist auf jeden Fall, ist von 75 das Teil und ja, gutes Brett, guter Zustand, schöner Zustand, nettes Teil. So, dann jetzt was, ja, etwas poppiger, sanfter, fast schon, ja, schnulzig, würde ich fast sagen, aber ich finde es trotzdem, also ich persönlich finde es gut, Carpenters, The Singles von 1979 bis 1973, ja, auf A&M, ne, wie die Sachen, also alles, was ich habe, ist von ihnen auf A&M und ja, ne, die Fotos sagen eigentlich schon alles über den Sound, ne, es ist schon etwas seicht, aber für einen Euro habe ich es mitgenommen und ich finde es echt nicht schlecht. Dann jetzt hier, ja, das ist auch wieder schwer zu kategorisieren. Ist es Pop? Ist es Pop-Rock? Ist es Jazz-Rock? Jazz-Pop? Neil Schon und Jan Hammer, Untold Passion. Ami-Pressung, dem Cover schon zu entnehmen, brauche ich gar nicht nachgucken. Ja, auf Columbia von 1981. Er ist Jazz-Rock, eigentlich ja auch Fusion-Sound, aber auch viel Soundtracks gemacht, Jan Hammer. Ja, ich hab's gar nicht noch geschafft. Es war am Anfang letzten Monats, wo ich das gekauft und gehört habe. Es war okay, es war solide, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Ich bin ehrlich. Es war Blindkauf, also ne, Jan Hammer sagte mir was, aber das Album kann ich halt nicht noch. Boah, kommt jetzt ins Jazzregal, ne? Jetzt was andere, da brauche ich, dann kann man alles von kaufen und bin auch großer Fan. Hatte erst gedacht, immer, dass, nur weil das Cover gesagt, ich hätte mal gedacht, es wäre eine Compilation, ist es aber nicht, es ist natürlich ein Live-Album. 1969 Velvet Underground and Live with Lou Reed. Schönes Doppelalbum mit den bekannten Nummern von Velvet Underground, vor allen Dingen vom ersten Album, die Tracks als Live-Version und ja, schönes Ding, ich wollte es fast abgeben, weil ich dachte, ja, schon wieder ein Sampler und ein Ding ist. Best of, aber nee, dann ist mir aufgefallen, ach scheiße, Mann, das ist doch ein Live-Album. Von 74, in dem Falle Deutschpressung auf Mercury. Empfehlenswert. Dann zur Erweiterung. Ich habe von Ihnen relativ wenig gehabt, jetzt im letzten Monat ist ein bisschen was dazugekommen. Vor allem von den guten und klassischen Alben von Ihnen auch. Hier auch eins von The Beach Boys. Und das wäre ja nochmal das gute Album, das heißt L.A. Light Album. Das Cover finde ich extrem cool. Jeder Track ist hier direkt aufgegriffen in Form einer Postkarte. Es ist eine CBS-Veröffentlichung von Schieß mich tot. Muss ich mal kurz nachgucken. War ja diesmal noch gar nicht so häufig nötig. 1979. Es ist zwar ein CBS, aber es ist auf Caribou Records. Mir ist das immer nicht so ganz, es ist eine Produktionsfirma, das andere ist ein Unterlabel, Kooperation, ich weiß es nicht immer ganz, steige ich noch nicht so ganz durch, das muss ich vielleicht mal, war mir eigentlich auch nicht so wichtig, ich bin mir in erster Linie die Musik wichtig, aber naja, na gut, recherchiere ich vielleicht selber. So, jetzt kommt was, von denen hatte ich letztens schon euch gezeigt, gekauft und jetzt ist mir das andere noch in die Hände gefallen. The Thielmann Brothers, One More Time. The Thielmann Brothers ist eine indonesische, holländische Big Band, die in den Niederlanden echt erfolgreich war zu der Zeit. Oh, es ist auch für den originalen Frühstyle. Boah, schieß mich tot. 67, könnte sein, so um den Dreh, 67, 66. Cooles Ding auf Imperial. Ist eine holländische Pressung. Und ja, es ist Beat Rock'n'Roll mäßig, es ist Retro, also ich finde es extrem cool, ist auch nicht so einfach zu finden, da habe ich rausgefunden, durch Recherchieren und relativ seltenes Ding, also ich finde es extrem gut. So, als nächstes haben wir dann ein solides Ding, aber ich wollte diese Reife vorstellen, ich mag ihn gerne. Born Again, Randy Newman. Das Cover finde ich extrem gut. Man beachte hier den Dollarman-Börse, vor allem mit seiner Frau und seinen Kindern, die auch natürlich Dollar-Gesichter haben. Ich glaube, die Kinder haben sogar Cent-Gesichter, wenn ich mich nicht täusche. Das fand ich dann auch sehr ironisch gut. Schönes poppiges Album 1979 von ihm, Made in USA. Ne? Also Ami-Pressung merkt man auch wieder am Cover. Und
Ja, 1979, ne? Und es ist CBA. Warner Brothers. Warner Brothers Effects. Dann jetzt als nächstes, ja. Was ist das? Es ist auch Jazz, es ist Fusion, es ist gut in erster Linie. Es ist Voyage to Uranus, Atmospheres featuring Clive Stevens. Absoluter Blindkauf gewesen, also man, ich habe natürlich gefragt, was es ist, sagst du so, Fusion Jazz, ist ja alles klar, gefährt, ne, und Hammerteil, also ich finde es sehr geil, experimentelle Züge drin, bisschen in Richtung Can, bisschen elektronisch, bisschen, ja, ich kann es gar nicht mehr, ist auch schon wieder länger her, aber es hat mich auf jeden Fall geflasht, das weiß ich noch. Und ich fand es extremst gut. Und es ist von 74, so Capital. Das ist, glaube ich, auch eine Ami-Pressung. Ja, und es ist auch nicht so easy zu bekommen. Es ist nicht wie Sander Meer, es ist eher so ein anderer Geheimtipp. Hört mal rein. Ich glaube, es ist online auf YouTube da. Klickt mal rüber. Es ist gut. Gutes Ding. Gutes Ding. Kann ich nur empfehlen. So, jetzt kommt noch was anderes. Auch Jazz. Ja. Geht schon fast ein bisschen mehr in Avantgarde rein. Abgefahrenes Zeug, abgefahrene Texte auf jeden Fall auch. Nonet Live. Wenn der weiße Flieder wieder blüht. D-Mark 1998. Ich finde das Cover mit dem Schaufenster und den geilen 80er Jahre Produkten extrem gut. Es ist eine Köln Jazzhaus Veröffentlichung von 1983 und wie gesagt, es ist extremst Avantgarde, es ist zum Teil schwer auszuhalten, aber es ist auch, also ich stehe auf sowas, was heißt schwer auszuhalten, aber es ist, ich sag mal so, es ist nicht den Leuten zu empfehlen, die relativ Mainstream Musik und Radio hören, es ist, man braucht schon ein Ohr, auch teilweise atonale Sachen und so sich geben zu können, aber wer für sowas offen ist, für den ist das definitiv auf jeden Fall was, ich find's mega. Weiß nicht, ob man da was im Internet findet, aber also zumindest auf YouTube nicht. So, jetzt kommt was eher Lustiges. Auch nicht tatsächlich Musik, auch, aber naja, so Mittelding. Ne? Es ist René Durands Sextheater Salambo. Eine phonografische Spezialität. Heiß. Beigelegt die schwebende Jungfrau 6. Also es ist eine Vertonung der Reeperbahn-Szene auch mit ja, tonal aufgenommenem Sexualakt und also ganz merkwürdig. Also ich fand's obskur, ich fand das Cover obskur, ich fand's interessant, es ist ja so große Hamburg, große Freiheit in erster Linie und es ist ein bisschen Hörspiel, es ist ein bisschen Sound, aber der Sound ist oft auch ein bisschen schlagermäßig. Aber ich fand, es ist eine Obskurität und ich finde, ich bin froh, es in meiner Sammlung zu haben. Ja, aber was ist das denn eigentlich verlegt? Frage ich mich gerade. Schauen wir mal rein, ne? Ach, es ist eine Odeon-Pressung. Interessant. Und das Ding ist rausgekommen. Das wäre ja auch nochmal interessant, um das, also ich finde es für die Zeit schon, es ist schon sowas dann einfach mal gepresst werden konnte. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist irgendwann in Mitte der 70er wäre jetzt so meine Idee. Obskures Teil auf jeden Fall. So, dann haben wir noch was von den Hosen. Und zwar die John Peel Session. Liebesspieler. Sechs Stücke sind das erste, ist nur tatsächlich, glaube ich, Liebesspieler auf der ersten Seite und das zweite ist dann so ein Medley auf der zweiten Seite vom 30.06.84. Das ist eher so eine EP, ne? Also es ist echt ein kurzes Ding. Aber ich finde es cool, es ist auf Virgin halt, wie die meisten Hosensachen. Und wie gesagt, von 84 und Deutsch. Deutsches Ding. So. Ach, bei 15 Minuten sind wir gleich schon wieder. Ja, komm, dann mache ich drei Videos draus. Das ist ungefähr das, was ich jetzt rausgehauen habe. Kommt gleich nochmal. Dann machen wir jetzt noch eins. Und das ist ein Jazz-Teil. Das ist eine, ja, das ist schon eine Compilation. Also, ne? Es ist ein Jazz-Piano-Album. Es ist Chick Rea, Herbie Hancock, Keith Jarrett und McCoy Tyner. Jeder von den vier, also zwei von den vier teilen sich immer eine Seite. Und jeder hat zwei Tracks dem Album zugesteuert. Das ist echt ein schönes Teil von 76 auf Atlantic. Und ja, kann man sich, also wer, dann kriegt man eine Chordprobe von all diesen vier Herren, wenn man auf Piano-Jazz steht, was ich unter anderem tue. Ist das ein sehr relaxes Teil, was man im Hintergrund gerade auch
an entspannten, verregneten Tagen gut oder Sonntagmorgen extremst relaxed auflegen kann und einen guten Start oder einen guten Nachmittag hat. Ja, also viel dazu, zu Teil 2 der Juli-Zugänge. Danke wieder fürs Zuschauen. Bleibt mir gerne gediegen. Bleibt dem Vinyl gediegen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!